Mir ist langweilig. Wie wär's mit einem kleinen Spiel? Und dann lässt du mich vorbei. Wer weiß. Bist du sicher, dass du das hier mit mir spielen willst? Versuch mich umzustimmen. Wow, danke, das war knapp. Gern geschehen. Hey, warte mal. Wollen wir ein Team bilden? Du und ich ein Team? Ja, warum nicht? Wir können beide gut kämpfen und mit dir wird einem bestimmt nie langweilig. Also was sagst du? Wollen wir zusammen ein paar reiche Schnösel ausrauben? Okay, warum nicht? Als für einen richtigen Coup brauchen wir ein paar mehr Leute. Komm, worauf wartest du? Lange eine Truppe. Trotzdem haben wir schon einen ansehnlichen Ruf. Und nun sind wir endlich genug Leute, um eine größere Beute ins Visier zu nehmen. Laut meiner Quelle wird demnächst die Tochter der ehemaligen Polizeidirektorin hier in der Nähe durch den Wald laufen, um etwas sehr Wichtiges zu überbringen. Etwas sehr Wichtiges? Meine Quelle konnte auch nichts sagen. Die ehemalige Polizeidirektorin wichtig ist, dann muss es ja etwas Kostbares sein. Und wenn es kostbar ist, kann man für viel Geld verkaufen. Und viel Geld hat Spenden an die Bedürftigen und eine große Party für uns! Yay! Yeah. Boah, so was denn? Und das ist der Plan. Das ist ein Überfall. Du bist umzingelt. Haltet sie. Wenn du Robin Hood entkommen willst, musst du schon etwas schneller laufen. Aber welche Mutter lässt ihre Tochter auch mit etwas Wichtigem? So, du bist ja... Ein Junge? Ja, bin ich. Überrascht? Und jetzt? Ich kämpfe nicht gegen Mädchen. Ich kann mich auch nicht einfach so geschlagen geben. Nur gut, dass ich nicht... Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Hey! Du hast auf mich gezielt. Ich habe mich nur verteidigt. Ich bin übrigens Mario. Robin. Oh! Jetzt sind wir fit. Weißt du, ich mag dich. Truppe. Zu deinen fröhlichen Frauen. Okay. Ich wollte eh zu Hause ausziehen. Komm, ich stelle dich ihm vor. Ich
kann es immer noch nicht glauben. Nur, weil ich gesucht werde. Weil ich ein paar Mal etwas gestohlen habe. Wollen die uns nicht heiraten lassen? Ich stehle doch nur, um Gutes zu tun. Wo ist denn bitte die christliche Nächstenliebe geblieben? Komm schon, Robin. Es ist doch nicht schlimm, wenn wir nicht in genau der Kirche heiraten. Wir finden schon irgendjemanden, der uns traut. Du kannst hier nicht vorbei. Was soll das jetzt? Wenn du vorbei willst, musst du zuerst ein... Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume. Wächst nicht und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Ha, das ist einfach, da weiß doch jeder. Die Antwort ist ein Berg. Ach, da bist du wohl ziemlich schlau. Danke. Ach, das war wohl nicht. Ja, komm hoch. Meinst du nicht auch, sie ist die fröhlichste Frau, die wir bisher getroffen haben? Da hast du recht. Hey du, willst du nicht mit unserer fröhlichen Frau werden? Wir stehlen von den Reichen und geben den Armen. Ah, das klingt nach Spaß. Ich bin Theresa, Schwester Theresa. Robin. Willkommen im Team. Hast du gerade Schwester gesagt? Ja. Heißt das, du kannst Leute trauen? Ja, ich glaube schon. Und hiermit erkläre ich euch Kraft des mir von Gott verliehenen Amtes zu Mann und Frau, zu Frau und Mann. Ihr dürft euch jetzt küssen.